Ja, hallo meine lieben Freunde der vernetzten Regionalentwicklung. Ich grüße euch nochmal aus Kroatien, hier von der Insel Krk. Ja, wenn man hier ist, dann so als Mitteleuropäer, ne, so mal für wenige Tage, da gehen ihm halt schon so Gedanken durch den Kopf. Ne? Also meine kroatischen Freunde haben mir erzählt, dass ungefähr 80% aller Gäste hier, die im Sommer also als Urlauber herkommen, aus Deutschland kommen. Ne? Und wenn wir das wieder etwas genauer einkreisen, werden die meisten davon aus Bayern kommen. Ja, ein Großteil auch aus Thüringen. Ja, sicherlich auch ein Teil aus Slowenien. Und aus Österreich. Und viele reisen natürlich mit dem Auto an oder mit dem Flugzeug. Und die allerwenigsten mit den Bahnen. Ja. Mit Bussen kommen noch eine ganze Menge Leute. Ja. Und ich denke, es liegt in unser aller gemeinsamen Interesse, also im Interesse von uns Istriern, von uns Slowenen, von uns Österreichern, von uns Bayern und von uns Thüringern, dass diese ja, noch sehr gut erhaltene ja, Naturlandschaft hier in Istrien, hier in der Quarnerbucht, dass die also möglichst so erhalten bleibt, ne? So als sauberer Ort hier im Süden von Europa. Ja, und deswegen macht es schon Sinn, dass man sich zusammentut, sich mal an einen Tisch setzt, über alle Partei-, Glaubens- und sonstigen Denkblockaden hinweg mal in einen Dialog tritt. Ne? Inwieweit es also Sinn macht, im Rahmen einer vernetzten Regionalentwicklung, insbesondere im Bereich des grenzüberschreitenden Transportwesens, also durch Autobahnen und Eisenbahnen, zu modernen Lösungen zu kommen. Ne? Also, wie gesagt, wir propagieren ja schon seit geraumer Zeit die Elektrifizierung der Autobahn und ja, letztendlich auch die Elektrifizierung aller Bahnen im europäischen Nebenbahnennetz. Ne? Also wir reden jetzt nur vom Nebenbahnennetz. Wir sind auch der Meinung, dass es durchaus Sinn macht, das alte europäische Eisenbahnnetz, sagen wir aus dem 19. Jahrhundert entstanden, auch als analoges Netz weitestgehend zu erhalten, ne? Also mit analoger Technik, einfach dieses Wissen zu erhalten. Ne? Wie hat das oder wie funktioniert das Ganze, ne? Falls doch mal die digitalen Systeme sich als ja, nicht zukunftsfest erweisen sollten oder zu störanfällig, dass wir doch noch das Wissen erhalten, das technische Wissen, wie analoge Straßenbahnsysteme, ja, tatsächlich funktionieren. Ne? Da ist jede Menge Mechanik im Spiel, das ist Handwerk, das sind ja, viele einfache Arbeitsplätze für Leute, die einfach Freude daran haben, im Bereich Bahnwesen beschäftigt zu sein. Ne? So, das ist das, worüber wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen wollen. Ich habe hier schon meinen Freunden gesagt, in Kroatien, hier auf der Insel Krk, ich werde das jetzt für 10 Jahre die Insel nicht betreten, also erst in 10 Jahren wieder. Ich habe mir also vorgenommen, sagen wir, diese ungefähr 1000 Kilometer, die uns trennen zwischen Thüringen und Istrien, sagen wir, in Jahresscheiben oder Jahresschritten von jeweils 100 Kilometern, ne, tatsächlich abzuschreiten, um für diese Zusammenarbeit ja, zu werben. Ne? Und nennen einfach mal dieses Projekt die Vereinigten Staaten von Europa. Ne? Vereinigte Staaten von Europa. Unabhängige Gesellschaft für vernetzte Regionalentwicklung. So nennen wir das Kind einfach mal. Ja? Also, wer da Spaß dran hat, macht einfach mit, erzählt es weiter, erzählt es seinen Freunden, seinen Kollegen. Und ja, dieser YouTube-Kanal ist einfach unser Mittelpunkt, ne? Unser medialer Mittelpunkt, auf dem wir uns dann immer wieder finden, auf den wir uns ja, gegenseitig vorstellen können und auf den wir, sagen wir mal, die Ergebnisse unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit auch präsentieren werden. Ja? So, das sei es so viel für heute. Und ja, vielleicht mit diesen letzten Bildern hier nochmal von der Insel Krk. Da bleibe ich wie immer mit lieben Grüßen an unsere Füße. Und ja, ich bleibe einfach dabei mit meiner Kennung. Ne? Opa Ernst Spaß, das klingt schon irgendwie nicht doof. Ne? Und das Opa, ja, das ist ja auch nicht der Opa, ne, wie wir das in Thüringen meinen,
sondern das ist an sich auch wieder eine Abkürzung. Aber darüber unterhalten wir uns später mal. Ne? Also, macht's gut. Tschüss, ade. Schauen wir mal.